Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 116 von Dienstag, dem 28. Mai 2024, im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast erscheint normalerweise jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, auf Apple Podcast und auf YouTube. Manchmal gibt es zwei Podcasts, manchmal erscheint er auch einen Tag früher oder später. Ich empfehle dir, meinen Newsletter zu abonnieren, www.ralfstumpf.de/newsletter. Da informiere ich jeweils, wenn ein neuer Podcast rauskommt. Und am Samstag gibt es da immer einen sehr spannenden NLP- und Modeling-Fachtext. Heute geht es rund im Podcast und ich erzähle ganz viele Lügen, die hoffentlich interessant sind. Und ich baue das Ganze um den letzten Newsletter auf und um einen Text von Immanuel Kant und vor allem um ganz viel Feedback, ganz viel Reaktion, die ich auf diesen Text bekommen habe. Viel Spaß beim Zuhören. Da habe ich ja was ausgelöst mit dem letzten Podcast, mit dem 115er, der den eigentlich etwas schwächlichen Titel trägt, verstehst du? Kant, der hat erstaunlich viele Aufrufe auf YouTube und auf den anderen Kanälen und vor allem brachte sehr viel Feedback und dieses Feedback liest sich zum Teil so, also drei Bemerkungen, drei Kommentare findest du auf YouTube und die anderen Sachen habe ich in meiner E-Mail-Inbox. Dieses Feedback liest sich so, als ob die Leute schon geahnt hätten, was ich heute in diesem Podcast erzählen will, weil es ist im Grunde eine Einleitung und eine Überleitung. Dieser Podcast heute ist der letzte in der Serie, wo ich den Kant-Newsletter lese und kommentiere. Und da hatte ich ja jetzt am Samstag im Newsletter 350 schon gesagt, dass ich heute diesen doch ziemlich ausführlichen Text von Immanuel Kant, also mit Sicherheit nicht komplett lesen und ins Vakuum übersetzen will, aber zumindest die Grundidee davon, weil die sich für mich als sehr hilfreich, sehr groß, sehr lebensverändernd herausgestellt hat, nachdem ich sie ins NLP und ins Vakuum übersetzt habe und auch in der Erlebniswoche in den Mittelpunkt gestellt habe. Und was das jetzt in meinem Leben genau für Konsequenzen hat und was du damit vielleicht anstellen kannst, ist witzigerweise exakt das, was ich jetzt einsetzen kann bei den vielen Kommentaren, die ich auf den letzten Newsletter bekommen habe. Also das passt alles gerade so gut zusammen, dass man beinahe denkt, es ist geskriptet, aber nein, es ist live und echt. Weil das so viel ist heute, werde ich es mal so machen. Ich beginne einfach sofort damit, dir den Newsletter 350 vorzulesen und zu kommentieren. Denn dann kommen wir automatisch auf den Text von Kant und über den Text von Kant komme ich dann automatisch auch auf das Feedback, was ich bekommen habe. Also, es geht um den Newsletter 350, jetzt vom letzten Samstag, vom 25. Mai 2024, mit dem reißerischen Titel Krieger in der Psychosphäre, in Klammern Kant ins Vakuum übersetzt, Teil 3. Untertitel: Deine Stimme im Konzert der Wahrheiten. Dieser Untertitel, das mit dem Konzert, das wird später noch wichtig werden. Und dieser Newsletter geht folgendermaßen: Wenn du in die Welt schaust und siehst, was da alles kreucht und fleucht an Vögeln, Insekten und Säugetieren, dann könntest du auf die Idee kommen, wir alle würden uns einen Lebensraum teilen. Weit gefehlt. Im Gegenteil ist es faszinierend zu sehen, wie sich jede Art ihren eigenen Lebensraum aus dem Ganzen herausschneidet. Viele Lebewesen leben zum Beispiel in Welten der Düfte, fragt mal dein Hund beim nächsten Spaziergang. Besonders faszinierend finde ich, wie sich manche Arten auf Frequenzbereiche im auditiven Spektrum konzentrieren und dort um Territorium kämpfen. Im Internet findest du Audios, wo du auch grafisch sehen kannst, welche Art in welchem Klangraum kämpft. Das, was wir für liebliches Vogelgezwitscher halten, ist in Wirklichkeit ein harter Kampf um auditive Territorien. Ja, also jetzt der Kommentar. Ich habe dann nochmal gegoogelt und habe versucht, solche Audiodateien, solche grafischen zu finden. Ich fand einiges in die Richtung, aber ich fand nicht mehr das, was ich vor Jahren mal entdeckt habe. Das war so ein faszinierender Beitrag im Internet. Da sah man wirklich eine Grafik von bestimmten Frequenzbereichen und also eine Audiodatei, die durchlief und man konnte sozusagen jedes Grafikband einzeln beobachten. Und es war zu sehen, wie wirklich
bestimmte Insekten, Grillen, die da vor sich hin zirpten, Vögel, die auf verschiedenen Frequenzen sind. Und am Ende kam da sogar noch ein kleiner Waldelefant. Also kleiner Waldelefant ist gut gesagt, das ist schon ein Elefant, aber halt kleiner als andere Elefanten, der in einer elefantösen Lautstärke da auf einem sehr niedrigen Frequenzband vor sich hin hupte. Und das ist so spannend mitzukriegen, wie halt aus diesem Gesamtspektrum, wo Geräusche stattfinden können. Ich meine, wir Menschen haben ja auch nur einen Teil davon. Wir hören sehr tiefe Frequenzen nicht, wir hören sehr hohe Frequenzen nicht. Ich glaube, einige Tiere, unter anderem wohl Elefanten, kommunizieren mit Infraschall, also besonders tiefe Töne. Andere von Fledermäusen weiß man es, kommunizieren mit Ultraschall. Und es ist so, dass es wirklich Tiere gibt, die darüber ihre Revierkämpfe machen. Löwen zum Beispiel. Also das Löwengebrüll findet ja deswegen vor allem auch abends statt, weil ich habe da auch mal einen sehr spannenden Text darüber gelesen. Abends in der Savanne bestimmte Temperaturverhältnisse sind, wo sich eine bestimmte Luftschicht über die Landschaft legt, die wie eine, wie soll ich sagen, Trompete, Schallverstärkung wirkt, sodass die Löwen irgendwie herausgefunden haben, dass wenn sie zu einer bestimmten Uhrzeit ihr Löwengebrüll ertönen lassen, dann tönt das weiter und beeindruckt also dann den Nachbarlöwen. Das heißt, auch das sind Kämpfe um auditives Territorium. Na, wie gesagt, von Hunden müssen wir gar nicht reden. Das ist eh klar. Was die da machen, das weißt du, wenn du mit dem Hund an einem Baum vorbeikommst. Ich lese weiter den Newsletter. Und in welchem Raum kämpfen die Menschen? Da hat unsere Art etwas ganz Spezielles zustande gebracht. Wir kämpfen in der Psychosphäre. Unser Raum ist der Innenraum, der mentale, abstrakte, symbolische Raum. In dem allerdings benehmen wir uns so tierisch wie alle anderen Tiere und kämpfen um Territorium, Nahrung und Paarungspartner. Anstelle der Gene geht es dann darum, die Meme weiterzugeben. Das Wort Meme ist von Richard Dawkins, der auf die Idee gekommen ist, dass alle anderen Arten halt ihre Informationen über Gene vertikal weitergeben, also von Generation zu Generation. Und wir Menschen die Meme, also die mentalen Gene, horizontal weitergeben können durch Reden und Ähnliches. Und von dem stammt auch die Idee von viraler Verbreitung von bestimmten Informationen. Also der hatte als erster die Idee, dass wir in einem solchen Memraum kämpfen und das auch eine bestimmte Art ist, zum einen Territorium besetzen, aber vor allem auch, um sich fortzupflanzen. Und das mit der Psychosphäre, das ist eine Idee, die habe ich schon ziemlich lange. Da findest du auf dem YouTube-Kanal auch ein Jahre altes Video von mir. Da geht es darum, Modeling und der verborgene Schatz des NLP. Da habe ich das zum ersten Mal ausgebreitet, dass wir Psychonauten sind und die Psychosphäre erforschen. Man könnte auch sagen, die oberen logischen Ebenen, man könnte auch sagen, die Abstraktion, also einfach Bedeutungsräume, innere Räume und in denen kämpfen wir dann genauso miteinander, wie andere Tiere in ihrem Territorium miteinander kämpfen. Nur, da sind wir alleine. Da gibt es eben keine anderen Wesen. Oder zumindestens muss man ja, wenn man es mal ganz spirituell esoterisch ausdrückt, keine uns bekannten Wesen sind in diesem Raum mit uns. Aber um da nochmal jetzt Jordan Peterson und andere zu zitieren, wenn dann morgen doch das Paradies auf Erden ausbrechen würde und wir alle alles hätten und eigentlich bloß noch glücklich grunzend unterm Baum liegen müssten, würde es sofort einer anfangen, den anderen zu ärgern, dem irgendwie, weiß ich nicht, einen Apfel auf die Nase werfen, nur damit irgendwas passiert. Und drum ist es so, dass wir Menschen uns wahrscheinlich vom ersten Tag an, nachdem wir diesen inneren Raum entdeckt haben, da in diesem inneren Raum angefangen haben zu nerven, auf die Ketten zu gehen und, ach, ja, halt zu kämpfen um Territorium, um Nahrung und um Paarungspartner. Nahrung im inneren Raum sind natürlich Informationen, da habe ich auch schon mal ein Newsletter drüber geschrieben. Ich mache mal weiter mit dem Newsletter. Bei den Tieren wird ein Raum meistens von mehreren Arten bewohnt, die sich wechselseitig anspornen. Die Löwen treiben die Gazellen an und die Gazellen motivieren die Löwen. Trainingspartner. In der Psychosphäre sind wir ganz unter uns. Deswegen machen wir uns dort gegenseitig das Leben zur Hölle. Sorry, ich meine, treiben wir uns gegenseitig zu Höchstleistungen an. Ja, das mit Löwe und Gazelle ist ja auch so ein eigentlich naheliegendes Thema. Wenn du den einzelnen Löwen und die einzelne Gazelle siehst, da nerven die sich unglaublich, da nerven die sich sozusagen bis in den Tod hinein. Wenn du die
Art der Löwen und die Art der Gazellen, also das jeweilige Kollektiv, das große Selbst siehst, dann kann man eigentlich nur so sagen, dass die Familie der Löwen und die Familie der Gazellen sich gegenseitig zu evolutionären Höchstleistungen antreibt. Deswegen sollten sie sich eigentlich dankbar sein. Ich lese weiter. Diese Idee ist nicht von mir. Das erste Mal fand ich den Gedanken bei Jordan Peterson, der sagt, dass uns dieses ständige gegenseitige Generve gesund hält. Ich fand diesen Gedanken nützlich und verwende ihn seit Jahren mit guten Ergebnissen. Moment, wie verwendet man einen Gedanken? Ganz einfach. Gedanken sind mentale Modelle, Landkarten, Werkzeuge. Ich kann mich innerlich ab Ebene 3 in der Psychosphäre in diesen Modellen bewegen und ich kann diese Landkarten verwenden, um mich in der Innenwelt zurechtzufinden. Doch so gut das Peterson-Modell ist, es hat doch einen Nachteil. Ja, ich bin dem Jordan Peterson so froh um diesen Gedanken. Ich habe ihn in den letzten Newslettern und Podcasts bereits erwähnt, weil er mir so viel auch erklärt hat von dem, was man im Alltag eben so feststellt. Also einer meiner Lehrer meinte mal, wenn du glaubst, du hast kein Problem mehr, fang einfach eine Beziehung an. Und das kennt, glaube ich, jeder, dass man eigentlich im Großen und Ganzen ganz glücklich leben könnte, wenn es die anderen Menschen nicht gäbe. Aber ach, andererseits wäre man auch so kreuzunglücklich ohne die anderen Menschen. Also manch einer denkt sich dann über die anderen Menschen, es ist schon wirklich vertrackt. Mit anderen kannst du nicht, ohne anderen kannst du nicht. Ohne die anderen bist du einsam, was doof ist. Mit den anderen ist es doch schlimm, weil die nerven dich natürlich dann und stellen einen in Frage und alles das. Also warum das eigentlich alles? Und da meinte ich ja Jordan Peterson, ich habe leider jetzt keine genaue Quelle dazu, aber auf das Quellenthema komme ich im Laufe des Podcasts ohnehin noch. Meinte er, dass, glaube ich, nach 2 oder 3 Tagen man bei Leuten schon wirklich erste Symptome von Wahnsinn merkt, wenn die völlig isoliert sind und nicht mehr das Feedback von anderen bekommen. Das heißt, dieses, dass wir uns ständig gegenseitig anstupsen, korrigieren, befeedbacken, uns positives, negative Rückmeldungen geben, das hält uns gesund. Und ich finde das einen großartigen Gedanken. Aber wie schon gesagt, das Peters-Modell ist gut, aber es hat einen Nachteil und ich lese weiter. Im Peterson-Modell ist das Ziel, dass ich selbst gesund bin und bleibe, also die individuelle Gesundheit. Gesundheit kannst du im Psychografie-Dreieck verstehen als emotionales, geistiges und körperliches Wohlbefinden. Im Erkenntnisbereich, wo es um Wahrheit und Wahnsinn geht, erzeugt das Modell einen Widerspruch. Du weißt, es irrt der Mensch, solange er strebt. Meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit. Wenn mir bewusst ist, dass ich mich wahrscheinlich irre und ich dann in Rempeleien mit anderen Wahrheiten komme, dann fällt es mir schwer, meine Wahrheit zu verteidigen. Letztendlich führt das zum grünen Relativismus, also zu der Einstellung, dass jeder irgendwie recht hat. Da gilt dann die Meinung einer 16-jährigen Gymnasiastin ebenso viel wie die eines 60-jährigen Professors. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Dieser Gedanke wird jetzt gleich zentral werden im weiteren Verlauf des Podcasts, weil ich will dir davon berichten, ausführlich berichten, wie ich durch den Kant'schen Text und die Kant'schen Gedanken ganz persönlich geschafft habe, und zwar eigentlich, wenn ich genau bin, erst in den letzten Wochen, mich aus diesem grünen Relativismus zu lösen. Ich weiß nicht, ob ich mich geschafft habe, vollständig daraus zu lösen, aber größtenteils zu lösen und zu einem so großen Teil, dass es für mich wirklich ein spürbarer Ruck ist. Und natürlich hoffe ich, soweit ich Spiral Dynamics verstehe oder nicht verstehe, dass ich mich da Richtung Gelb gelöst habe. Und das will ich natürlich mit dir teilen. Weiter im Text. Und da kommt Kant ins Spiel. Bei dem fand ich ein noch besseres mentales Modell als das Peterson-Modell. Genau gesagt geht es um den Kant-Text Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht von 1784, aus dem ich im letzten Letter schon 3 Sätze ins Vakuum übersetzt habe. Da wollte ich heute weitermachen, aber ach, der Text ist alleine schon so lange wie ein Newsletter. Wenn ich den auch noch übersetze, dann wird es zu ausführlich. Deswegen verlege ich diesen Teil in den Audio-Newsletter, also in den Podcast 116 vom nächsten Dienstag. Also jetzt heute hier im Podcast. Ich lese mal einfach weiter. Heute will ich dir stattdessen die Essenz aus dem Kant-Text verraten. Anstatt wie bei Jordan Peterson das individuelle Gedeihen, stellt Kant das Gedeihen der ganzen Menschheit in den Mittelpunkt. Diese Verschiebung hat dramatische Konsequenzen, denn jetzt muss kein Einzelner mehr die Wahrheit wissen, sondern wir irren uns gemeinsam zur Erkenntnis. Oder noch besser,
Gerade weil du weißt, dass deine Wahrheit nicht die Wahrheit ist, darfst du sie umso lauter vertreten. Denn deine Wahrheit, deine individuelle Sicht auf die Welt ist eine unerlässlich wichtige Stimme im Konzert der Menschheit. Für mich ist das beinahe der Schritt von grün nach gelb. Auf grün zögere ich, meine Wahrheit zu vertreten, weil ich weiß, dass ich mich vermutlich irre. Auf gelb vertrete ich meine Wahrheit mit Nachdruck, gerade weil ich weiß, dass sie vermutlich falsch ist und die anderen ihre Wahrheit vertreten und wir damit gemeinsam das Potenzial der Menschheit entwickeln. Und jetzt ist es doch ein langer Letter geworden. Bitte hör dir am Dienstag den Podcast an, da werde ich diese Idee weiter ausführen und auch erklären, wie du das im Alltag umsetzen kannst. Liebe Grüße, Ralf. No, und nachdem du jetzt mir hier gerade zuhörst, vermute ich mal, dass du den Podcast gelesen hast und mir jetzt zuhörst, wie ich diesen Kant-Text mit dir durchgehen möchte. Na, dann schlage ich vor, wir stürzen uns mal in den Kant-Text, wobei ich vorher vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung dazu mache. Ich bekam mehreres Feedback auf meine Kant-Newsletter im Augenblick und mindestens zwei Leute haben mich deutlich darauf hingewiesen, dass sie das Gefühl hätten, dass ich den Immanuel Kant ja wohl doch nicht so ganz verstehen würde. Und dem stimme ich zu. Absolut. Da bin ich sofort dabei, weil ich denke mir, also ich meine, ich habe ja schon Mühe, mich zu verstehen und ich lebe mein ganzes Leben mit mir, also würde ich niemals behaupten, dass ich Immanuel Kant verstehe, um Gottes Willen. Da sollen größere Geister als ich sich dran machen. Ich habe allerdings auch so meine Zweifel, ob die Leute, die mich darauf hinweisen, dass ich Kant nicht verstehe, Kant verstehen. Weil natürlich dann die Frage ist, was genau ist eigentlich Kant verstehen? Gibt es den Kant-Versteh-O-Meter, wo man sein Kant-Verständnis eintippt und dann kommt so ein Ergebnis wie, Sie verstehen Immanuel Kant zu 97%? Oder gibt es da irgendein Gremium, was das feststellt? Im Grunde, wenn überhaupt, könnte es Kant feststellen, dass man ihn vielleicht channelt und ihm sagt, wie man ihn versteht. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Ich glaube nicht, dass ich ihn verstehe. Ich hätte aber auch, wie gesagt, Zweifel, dass andere ihn wirklich verstehen, denn was ist schon verstehen? Das heißt, ich assoziiere mich so an diesem Immanuel Kant darum, wie es andere größere und kleinere Geister vor mir auch gemacht haben, weil was Kant auf jeden Fall ist, ist, dass er anregend ist und man sich viel dazu ausdenken kann. Und ich hatte es ja schon in den letzten Podcast gesagt, darum wiederhole ich es jetzt nicht hier, wie ich Kant lese, um ihn zu verstehen, um ihn in den Podcast zu übersetzen. Es ist halt immer eine heikle Sache. Kant ist schon sehr abstrakt in seinem und Abstraktion kann man ja nicht verstehen. Also man muss sie ins Vakuum übersetzen. Und jetzt lese ich mal den Kant-Text und mache immer so nach ein paar Zeilen eine Pause und will dir erläutern, was ich da als NLPler lese und höre, wie ich mir das übersetze in Vakuum, in die logischen Ebenen und dann auch in mein Leben. Ich lasse die Vorrede weg, weil der Text insgesamt ist so lange, dass wir wahrscheinlich 1 bis 2 Stunden lesen und springe gleich mitten rein in den ersten Satz. Also er hat da immer so Absätze, Kapitel, würde ich fast schon sagen, und die sind überschrieben mit erster Satz, zweiter Satz, dritter Satz und so weiter und so fort. Ich lese dir mal den ersten Satz vollständig. Der lautet: Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln. Bei allen Tieren bestätigt dies die äußere sowohl als innere oder zergliedernde Beobachtung. Ein Organ, das nicht gebraucht werden soll, eine Anordnung, die ihren Zweck nicht erreicht, ist ein Widerspruch in der theologischen Naturlehre. Denn wenn wir von jenem Grundsatze abgehen, so haben wir nicht mehr eine gesetzmäßige, sondern eine zwecklos spielende Natur. Und das trostlose Ungefähr tritt an die Stelle des Leitfadens der Vernunft. Das sind jetzt einige Worte, die in der Kantischen Philosophie so wichtig sind, dass man sie eigentlich alle durchgehen müsste, was ich nicht mache. Ich will dir nur den Grundgedanken einmal übersetzen ins Vakuum, den hier Kant halt an den Anfang stellt, nämlich: Er geht davon aus, dass die Natur etwas bestimmt hat, nämlich einen Zweck von allem Leben, der darin liegt, dass sich alles, was in einem Geschöpf angelegt ist, sich vollständig und zweckmäßig auswickelt. Also er meint damit wahrscheinlich entwickelt. Ist halt ein Text, der jetzt auch schon 300 Jahre alt ist. Und er sagt, wenn es nicht so wäre, dann würde das ja bedeuten, dass die Natur keinen Zweck hat. Nur ist Zweck und Mittel und zwecklos und so weiter, ist bei Kant ist eine wichtige Idee. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, das ist eine Vorannahme,
wo ich vorschlage, lass sie uns einfach Kant zu Ehren mal nehmen. Ich glaube, wir heutigen könnten besser damit umgehen, eine Natur uns zu denken, die keinen Zweck hat, die wirklich einfach spielt. Und wir würden vielleicht eine spielende Natur nicht als trostlos ungefähr betrachten, sondern eben einfach als spielerisch, so nach dem Motto, der Sinn des Lebens ist es zu leben. Das ist jetzt von Joseph Campbell gewesen. Aber für die kantschen Gedanken ist es halt wichtig, davon auszugehen, dass der Zweck ist, dass sich das Ganze auswickelt. Drum gönnen wir es ihm und sagen, Kant zu Ehren, akzeptieren wir diesen Gedanken. Ich lese dir auch mal den zweiten Satz vollständig, wobei ich das so machen werde, dass ich die drei Sätze, die da nach meiner Meinung für da, wo ich hin will, sehr wichtig sind, die werde ich etwas langsamer und deutlicher lesen. Über den Rest husche ich so ein bisschen drüber hinweg. Ich schreibe dir unten drunter den Link, wie du diesen ganzen Text finden kannst, weil, wie gesagt, da zwei Gedanken drin sind, die dann für die NLP-Übertragung entscheidend sind. Also, zweiter Satz. Am Menschen als dem einzigen vernünftigen Geschöpf auf Erden sollten sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln. Da mache ich mal eine Pause. Das ist natürlich wirklich der Hammer. Also das ist der Satz, der wirklich, kann ich sagen, mein Leben geändert hat. Jetzt nicht vollständig, aber doch zum guten Teil. Das Kant sagt, der Mensch ist das einzige Tier, bei dem sich die Naturanlagen in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln. Okay, jetzt könnte man sagen, wie ist es mit Bienen, wie ist es mit Ameisen, wie ist es mit sonst was? Nicht pingelig werden. Wir gönnen Kant auch seine, wie soll ich sagen, Unvollkommenheiten in dem, was er da sagt. Er ist trotzdem schlauer, als wir beide wahrscheinlich zusammen sind. Für mich ist das ein Gedanke, der, da komme ich nachher drauf, enorm viel geändert hat, zu sagen, es geht überhaupt nicht darum, dass ich meine Anlagen, meine Gedanken, mein Potenzial vollständig entwickle, sondern ich bin Teil von was Größerem und wir alle gemeinsam entwickeln gemeinsam das Potenzial der Gattung. Ich lese es nochmal und lese dann weiter. Am Menschen als dem einzig vernünftigen Geschöpf auf Erden sollten sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln. Die Vernunft in einem Geschöpfe ist ein Vermögen, die Regeln und Absichten des Gebrauchs aller seiner Kräfte weit über den Naturinstinkt zu erweitern und kennt keine Grenzen ihrer Entwürfe. Sie wirkt aber selbst nicht instinktmäßig, sondern bedarf Versuche, Übung und Unterricht, um von einer Stufe der Einsicht zur anderen allmählich fortzuschreiten. Daher würde ein jeder Mensch unmäßig lange leben müssen, um zu lernen, wie er von allen seinen Naturanlagen einen vollständigen Gebrauch machen sollte. Oder wenn die Natur seine Lebensfrist nur kurz angesetzt hat, wie es wirklich geschehen ist, so bedarf sie einer vielleicht unabsehlichen Reihe von Zeugungen, deren eine der anderen ihre Aufklärung überliefert, um endlich ihre Keime in unserer Gattung zu derjenigen Stufe der Entwicklung zu treiben, welche ihrer Absicht vollständig angemessen ist. Also hier sagt er, oder ich verstehe ihn zumindest so, dass wir halt so eine Anlagen, so ein Potenzial, so eine Fülle von was möglich wäre in uns tragen, dass es dem Menschen nicht möglich ist, es alleine zu entwickeln, weil die Lebenszeit begrenzt ist. So wie ich Kant verstehe, findet er sie als eigentlich zu viel begrenzt, weil wir, um das alles zu entwickeln, halt Versuch, Übung und Unterricht brauchen. Das heißt, wir brauchen ein Miteinander. Und dass wir deswegen nur die Möglichkeit haben, dass wir es von Generation zu Generation weitergeben. Also eine Generation denkt sich halt irgendwas, kommt in diesem Weg der Aufklärung ein Stückchen weiter und gibt dann dieses Ergebnis an die nächste Generation weiter. Und das machen alle gemeinsam und über Generationen und Millionen und Milliarden von Menschen auf der Welt gleichzeitig. Und so können wir insgesamt im Laufe der Zeit unser Potenzial entwickeln. Und ich finde den Gedanken grandios. Ich finde den so grandios. Wir kommen da gleich noch drauf. Ich lese mal weiter diesen zweiten Satz.
Also er geht da um diese Entwicklung und dann schreibt er, und dieser Zeitpunkt muss wenigstens in der Idee des Menschen das Ziel seiner Bestrebungen sein, weil sonst die Naturanlagen größtenteils als vergeblich und zwecklos angesehen werden müssten, welches alle praktischen Prinzipien aufheben und dadurch die Natur, deren Weisheit in Beurteilung aller übrigen Anstalten sonst zum Grundsatz ziehen muss, am Menschen alleine eines kindischen Spiels verdächtig machen würde. Also, er ist hier ein bisschen an der gleichen Stelle, wie er mit den Tieren war, dass er sagt, das kann doch nicht sein, dass die Natur so etwas Großartiges, Wunderbares und Vernunfterfülltes wie den Menschen baut, nur einfach aus Jux und Tollerei. Ja, dann würde man ja die Natur eines kindischen Spieles verdächtig machen. Dieses war der zweite Satz. Den dritten Satz überspringe ich jetzt und stürze mich gleich in den vierten Satz. Das ist jetzt das Stückchen, was ich im letzten und vorletzten Newsletter schon genommen und übersetzt habe. Deswegen kommt es dir wahrscheinlich bekannt vor. Ich lese mal den vierten Satz. Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwicklung aller ihrer Anlagen zustande zu bringen, ist der Antagonismus derselben in der Gesellschaft, sofern dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung desselben wird. Also da behauptet er, einfach so ganz lockerflockig aus der Hüfte, dass der Trick der Natur, wie sie es schafft, dass sich das Potenzial eines Wesens entwickelt, ist der Antagonismus. Könnte sein, dass er da an so etwas Ähnliches dachte wie ich mit Löwe und Gazelle, die sich halt gegenseitig nerven und trainieren. Und der Löwe denkt sich, könnte die Gazelle nicht ein bisschen langsamer laufen? Und die Gazelle denkt sich, könnte der Löwe nicht ein bisschen langsamer laufen? Aber nachdem die beiden halt gegeneinander stehen, Antagonismus, trainieren sie sich gegenseitig und sorgen dafür, dass sie ihre Anlagen entwickeln. Weiter Kant. Ich verstehe hier unter dem Antagonismus die ungesellige Geselligkeit des Menschen, das ist den Hang derselben in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher dieser Gesellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist. Also, ich habe ja manchmal schon das Gefühl gehabt, dass Kant, obwohl er wohl in jungen Jahren eher so der Partygänger war und es in Königsberg hat auch gerne mal krachen lassen, doch auch sehr genossen hat, alleine zu sein, alleine zu denken. Also ich glaube, der Mann hatte in sich wirklich diese beiden Neigungen, dass er alleine ist und dass er mit anderen zusammen ist. Und ich schätze mal, er hat, aufmerksamer Beobachter der Menschen und seiner selbst, wie er war, auch gemerkt, dass beides wichtig ist, weil beides einen weiterbringt. Ich lese weiter. Hierzu liegt die Anlage offenbar in der menschlichen Natur. Der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften, weil er in einem solchen Zustande sich mehr als Mensch, das ist die Entwicklung seiner Naturanlagen, fühlt. Ja, haben wir gerade gesagt, bist mit anderen zusammen, man inspiriert sich gegenseitig, man kommt auf tolle Ideen, die Ideen flitzen hin und her, die Leute regen einen an und im Grunde ist es ja, wie ich vorhin schon sagte, wenn du glaubst, du hast kein Problem mehr, fang eine Beziehung an. Das andere in uns einfach Dinge finden, entwickeln, herausarbeiten und durchaus auch triggern, da wären wir ja selber nie drauf gekommen. Im Grunde hat er hier den Gedanken am Wickel, den dann Jordan Peterson auch bringt. Jetzt weiter Kant. Er hat aber auch, also der Mensch, hat aber auch einen großen Hang, sich zu vereinzelnen, sich zu isolieren, weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenschaft antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen und daher allerwärts Widerstand erwartet, so wie er von sich selbst weiß, dass er seinerseits zum Widerstand gegen andere geneigt ist. Also da bringt er diesen inneren Konflikt zwischen ich wäre gern mit anderen und ich wäre gerne alleine. Dieser Widerstand ist es nun, welcher alle Kräfte des Menschen erweckt, ihn dahin bringt, seinen Hang zur Faulheit zu überwinden und, getrieben durch Ehrsucht, Herrschsucht oder Habsucht, sich einen Rang unter seinen Mitgenossen zu verschaffen, die er nicht wohl leiden, von denen er aber auch nicht lassen kann. Brillant. Das heißt, er bringt jetzt den Gedanken von Status, von Hierarchie, von Kämpfen, auch ein Gedanke, der bei Jordan Peterson sehr zentral ist. Jordan Peterson sagt ja auch, dass menschliche Gemeinschaft ohne Hierarchie, ohne Rangkämpfe, ohne Status nicht zu denken ist. Und ich habe jetzt auch im Erlebniswochenende und ich glaube auch im letzten Podcast sehr geschwärmt von dem Buch The Status Game von Will Storr.
Für mich eines der besten Bücher, was ich in den letzten Monaten wirklich gehört habe. Und er bringt die ganze Geschichte der Menschheit vom Neandertal an bis in die Gegenwart als ein einziges Spiel um Status, Hierarchie, Rang und Macht. Und von daher würde ich sagen, dass hier der Kant auch auf einer Spur ist, wo man ihm absolut zustimmen kann. Ich lese weiter. Da geschehen nun die ersten wahren Schritte aus der Rohigkeit zur Kultur, die eigentlich in dem gesellschaftlichen Wert des Menschen besteht. Da werden alle Talente nach und nach entwickelt, der Geschmack gebildet und selbst durch fortgesetzte Aufklärung der Anfang zur Gründung einer Denkungsart gemacht, welche die grobe Naturanlage zur sittlichen Unterscheidung mit der Zeit in bestimmte praktische Prinzipien und so eine pathologisch abgedrungene Zusammenstimmung zu einer Gesellschaft endlich in ein moralisches Ganze verwandeln kann. Also, das ist das, dass wir uns gegenseitig zur Entwicklung nerven. Ich mache den Satz jetzt mal nicht einzeln, weil da kommt noch viel. Ohne jene an sich zwar eben nicht liebenswürdige Eigenschaften der Ungeselligkeit, woraus der Widerstand entspringt, den jeder bei seinen selbstsüchtigen Anmaßungen notwendig antreffen muss, würden in einem arkadischen Schäferleben bei vollkommener Eintracht, Genügsamkeit und Wechselliebe alle Talente auf ewig in ihren Keimen verborgen bleiben. Die Menschen, gutartig wie die Schafe, die sie weiden, würden ihrem Dasein kaum einen größeren Wert verschaffen, als dieses ihr Hausvieh hat. Sie würden das Leere der Schöpfung in Ansehung ihres Zwecks als vernünftige Natur nicht ausfüllen. Mit anderen Worten, er sagt, wir wären wie glückliche Schafe auf der Weide, würden vor uns hin meckern und mähen, würden das Gras futtern und wären wahrscheinlich einfach glücklich, vollkommene Eintracht, Genügsamkeit und Wechselliebe. Aber unsere Talente würden sich nicht entwickeln. Ich weiß nicht, wie traurig Kant war, als er das geschrieben hat, wie er sich wirklich gefühlt hat, dass er so eine Idee hatte. Oh Mann, können wir nicht einfach aufhören, uns zu nerven? Können wir nicht nett sein zueinander? Können wir uns nicht einfach alle ganz so lieb haben? Wir hätten dann so ein schönes Leben und würden uns nicht entwickeln. Ich glaube, Erich Fromm, der hatte ja die schöne Unterscheidung zwischen Neophil und Neophob, also Menschen, die das Neue lieben und Menschen, die das Neue fürchten. Ich glaube, Kant war Neophil. Er ist auch einer von denen, die nicht bleiben können, wo sie sind, die sich entwickeln wollen müssen, die wirklich diese Neugierde haben. Und wahrscheinlich ist er auch einer von denen, die sich manchmal den Faustsatz gedacht haben, wenn ich zum Augenblick sage, verweile doch, du bist so schön. Aber er kann es halt nicht. Er kann es halt nicht. Deswegen schreibt er: Dank sei also der Natur für die Unvertragsamkeit, für die missgünstig wetteifernde Eitelkeit, für die nicht zu befriedigende Begierde zum Haben oder auch zum Herrschen. Ohne sie würden alle vortrefflichen Naturanlagen in der Menschheit ewig unentwickelt schlummern. Der Mensch will Eintracht, aber die Natur weiß besser, was für seine Gattung gut ist. Sie will Zwietracht. Er will gemächlich und vergnügt leben. Die Natur will aber, er soll aus der Lässigkeit und untätigen Genügsamkeit hinaus sich in Arbeit und Mühseligkeit stürzen, um dagegen auch Mittel auszufinden, sich klüglich wiederum aus den Letzteren herauszuziehen. Also, er sieht das so, dass wir uns gegenseitig nerven, quälen, antreiben, behindern, damit jeder Einzelne in sich den Teil entwickelt des Ganzen, was das Ganze dazu bringt, das Ganze zu entwickeln. Den langen Rest des Kantschen Textes lasse ich jetzt weg, denn wie du ja schon an der Überschrift des Kantschen Textes merkst, da geht es ja um Geschichte, weltbürgerliche Absicht und am Ende geht es dann um die Frage, wie man ein Staatswesen organisieren muss, damit eben diese Art von Entwicklung möglich ist. Ja, was habe ich jetzt daraus geschlossen? Was hat sich für mich daraus ergeben? Was ist mein Vakuum? Als jemand, der NLP macht seit inzwischen 30 Jahren, ist mir natürlich intensiv die Idee vertraut und ins Herz geschrieben, dass ich mein Potenzial, dass ich mich entwickeln möge und deswegen mache ich das ganze NLP ja. Und
Es irrt der Mensch, solange er strebt. Schon Plato Sokrates meinte diesen Satz: Ich weiß, dass ich nichts weiß, und daher weiß ich mehr als die anderen, die nicht wissen, dass sie nichts wissen. Das heißt, je mehr ich da an Entwicklung arbeite und Erkenntnis bin und auch noch darüber nachdenke, umso mehr ist es so, dass mit jeder Antwort drei neue Fragen kommen. Und am Ende ist es so, dass, das fällt mir auch im NLP oft auf, die Leute, die dann ein bisschen NLP wissen, die ein bisschen wissen, wie man andere Leute beeinflusst, wie man bei den Glaubenssätzen, inneres WAKOG und diese ganzen Sachen verändert, lenkt, leitet, steuert, die trauen sich dann gar nicht mehr. Die trauen sich gar nicht mehr, weil sie sich denken, da würde ich ja jemand anderen manipulieren. Und das stimmt. Aber was für die wichtig ist mitzukriegen, ist, guck mal, diejenigen, die gar keine NLP-Ausbildung haben, die schrauben ja auch an den anderen rum, an deren inneren Bildern, an deren Glaubenssätzen, Werten, Selbstbild und Zugehörigkeit. Das heißt, das kann doch wohl nicht sein, dass je mehr dir das Ganze bewusst ist, je mehr du das Ganze bewusst einsetzen kannst, je mehr dir klar ist, was du damit bewirken kannst, auch zum Guten, umso weniger tust du das. Und dann kommt auf der Satz: Ich habe ja kein Mandat. Ja, mein Gott, das haben die anderen auch nicht, die sich gegenseitig in irgendwelche psychischen Abgründe stürzen. Und auch ich habe lange Zeit erzählt, wenn du NLP kannst, dann mach's um Gottes Willen nicht mit deinen Lieben zu Hause, nicht mit Partnern, nicht mit Kindern, nicht mit Eltern. Inzwischen sage ich das komplette Gegenteil. Das sind die ersten Menschen, mit denen du es machen solltest, wenn du es kannst. Es wäre doch wirklich Wahnsinn, wenn man sowas kann, es nicht sofort mit denen zu teilen, die man am meisten liebt. Das heißt, wenn du NLP kannst, wenn du bestimmte Dinge gelernt hast, die du da einsetzen kannst, ja bitte, gib das deinen Kindern weiter, teil das mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Wenn es passt, gib das sogar an deine Eltern weiter. Das ist doch großartig. Und mach dir keine Gedanken darüber, ob du das jetzt richtig machst und hundertprozentig moralisch wertvoll und richtig. Und zwar einfach deswegen, weil wir schrauben doch so aneinander rum. Das ist ja, was Kant sagt, dass wir dauernd miteinander in Kontakt sind und uns beeinflussen, uns verändern, Dinge in uns hervorlocken. Und es wäre ja albern, dass je mehr du dich entwickelst, und ich hoffe mal, je mehr sich dabei auch deine Ethik und deine Glaubenssätze und alles das entwickelt und rein wird, dass du dich umso weniger traust und das Feld dann denen überlässt, die da irgendwie unbewusstes, dunkles NLP machen. Das wäre ganz fürchterlich. Aber bei ganz vielen Leuten und unter anderem auch bei mir ist das halt eine Zwischenstufe, wobei diese Zwischenstufe bei mir, wie ich im Nachhinein zugeben muss, Jahrzehnte überdauert hat. Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Also ich habe ja in irgendwelchen anderen Podcasts mal erzählt, dass im Rahmen meines Kulturmodellings habe ich das gefunden, weil du weißt ja, ich modelliere gerne auch die westliche Kultur. Also habe ich mal irgendwo aufgefangen, in irgendeinem Podcast oder Text oder wo auch immer, dass echte mehrstimmige, echte polyphone Musik gibt es nur im Westen, ist nur im Westen entwickelt worden. Und ich fand das ganz großartig, weil das bedeutet ja, also zum einen, ich habe ja Musik studiert, bin selbst Musiker, dass diese Fähigkeit, mehrere unabhängige Gedanken gleichzeitig zu denken, zu hören, zu empfinden, halt eine ganz typische westliche Eigenschaft ist, die es nur bei uns gibt. Und Mozart hat ja wohl auch mal gesagt, dass wenn sich in der Oper Leute streiten, dann ist der Vorteil, es klingt wenigstens schön gemeinsam. Also den Satz verkünde ich gerne mal in meinen Seminaren und im Podcast. Wenn jetzt einer kommt und sagt, Ralf, ist das echt, echt wirklich so? Kannst du das beweisen? Gibt es da einen Beleg? Dann müsste ich sagen, nö, weil ich weiß ja noch nicht mal, wo ich den Satz gefunden habe. War es ein Text, war es ein Podcast? Ich habe keine Quelle. Dann, okay, ich bin mir ganz sicher, dass es im Westen mehrstimmige polyphone Musik gibt, aber mein Gott, wie viel weiß ich denn wirklich über chinesische Musik, über indische Musik, über afrikanische Musik, über ursprüngliche südamerikanische Musik oder sowas in der Art? Also soweit ich weiß, und da begeben wir uns in das Gebiet von Meinen und Vermuten, also soweit ich weiß, hat jede menschliche Kultur Musik entwickelt. Und wenn ich innerlich so aufrufe, was bei mir erklingt, wenn ich an die Musik anderer Kulturen denke, dann kommt da viel mit Rhythmus und gerne auch mit einer Melodie. Aber jetzt wird mir innerlich, würde mir jetzt da nichts wirklich echt Mehrstimmiges einfallen. Aber weiß ich's? Weiß ich's? Jetzt müsste man darüber reden, was ist eigentlich
Kultur, was ist westliche Kultur, was sind andere Kulturen, was ist eigentlich wirkliche Vielstimmigkeit, was ist wirkliche Polyphonie und ab wann gilt eigentlich, dass Kulturen sich gegenseitig beeinflusst haben und jetzt könnten wir das komplett zerreden und ich stelle fest, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin und wenn ich mein Wissen prüfe, könnte ich so einen Satz ja gar nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, ob der stimmt. Ist das wirklich, wirklich wahr? Also Byron Katie, ist das wirklich wahr? Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Und jetzt komme ich also zu dem Punkt, dass ich mir denke, eigentlich weiß ich das nicht. Und wenn ich es nicht weiß, sollte ich ja eigentlich lieber schweigen. Weil ich bringe da alle möglichen Zitate von allen möglichen großen Geistern. Ich habe bei den meisten Zitaten noch nicht mal eine genaue Quelle, dass ich sagen kann, da steht in dem und dem Buch auf der und der Seite. Und bei diesen großen Geistern, auf die ich mich beziehe, da steht ja auch viel ohne Quelle. Also was ist Wahrheit? Der berühmte Satz von Pontius Pilatus. Was ist Wahrheit? Ich weiß es nicht. Und dann kommen wir halt zu der Idee, auch ein ganz alter, bekannter, klassischer Satz, dass oft diejenigen, die, ich verzeih mir das klare Wort, dumm sind und gar nicht so viel wissen, dass ihre mit vollem Nachdruck verkünden und diejenigen, die mehr wissen und die reflektiert sind, sich dann oft gar nicht so richtig trauen. Dunning-Kruger-Effekt heißt das unter anderem ja auch. Das ist so eine Kurve, wo ich da auch neulich wieder einen Text gelesen habe, wo die Arbeiten von Dunning-Kruger komplett zerfleddert worden sind. Das würde ja alles gar nicht stimmen, aber jedenfalls der klassische Dunning-Kruger-Effekt ist so eine U-förmige Kurve, wo sich die Selbstsicherheit und gefühlte Kompetenz bei der Entwicklung des Wissens U-förmig darstellt. Das heißt mit anderen Worten, Leute, die von irgendwas so gut wie keine Ahnung haben, fühlen sich ziemlich sicher. Und je mehr man dann Ahnung von irgendwas hat, umso unsicherer fühlt man sich, sodass man ab irgendeinem Punkt, wenn man eigentlich schon echt Ahnung hat, das Gefühl hat, man weiß gar nichts. Und erst wenn es dann noch weitergeht und man wirklich einen Expertenstatus hat, dann kommt das Gefühl, oh ja, ich weiß was. Ich habe mal irgendwo gelesen, und auch das wieder komplett ohne Quellenangabe, dass Gottfried Wilhelm Leibniz, auch 1700 noch irgendwas war, der wohl der letzte Mensch im Westen war, der das Wissen seiner Zeit selbst komplett intus hatte, also der letzte echte Universalgelehrte. Und seitdem gilt der Satz, ein Experte ist jemand, der von immer weniger immer mehr weiß, bis er schließlich von nichts alles weiß. Also, ich weiß, dass ich, na, ich will nicht sagen nichts weiß, aber 99,99999% aller Sachen nicht weiß. Und jetzt komme ich schon mal zu den Feedbacks, die ich bekommen habe auf meinen letzten Podcast. Da gibt es drei wunderbare Texte auf YouTube und auch noch E-Mails. Und vielen von diesen Sachen ist gemeinsam, dass sie mich mit Lese- und Informationslisten beglücken. Also ich denke zum Beispiel an ein ausführliches Feedback von Sven Olaf Seidel 2683 vor 3 Tagen auf YouTube. Ein langer und wunderbarer Text, wo vielleicht hörst du das gerade, Olaf, ich habe mich so gefreut über das, was du da geschrieben hast. Und ich habe mich vor allem auch gefreut, ehrlich gesagt, die meisten von diesen Namen von Methoden und Menschen, die du da geschrieben hast, kenne ich überhaupt nicht. Kenne ich wirklich nicht. Also da sind so tolle Sachen drin, von denen ich noch nie gehört habe. Und wenn ich mir das übersetzen würde in eine Leseliste, dann glaube ich, hätte ich ein halbes Jahr oder ein Jahr die Gelegenheit, mich damit zu beschäftigen. Jemand anderes hat mich darauf hingewiesen, dass in der Art, wie ich Spiral Dynamics verwende, da fehlt doch auch ganz viel. Da fehlt doch das gesamte integrale Modell und alles, was noch drumherum noch gehört. Und es ist ja viel mehr als Spiral Dynamics. Und damit hätte ich das nächste Jahr an Leseliste. Und dann kamen noch E-Mails, die auch eine sehr spannende Art und Weise mich auf was hingewiesen haben, diese Rechts-Links-Thematik und Bezügen zu Karl Marx und anderen linken Denkern, das wäre dann die Leseliste für das dritte Jahr. Also, wenn ich wollte, was mir als Erkenntnistyp schwerfällt, könnte ich mich jetzt richtig dumm fühlen. Tue ich aber nicht. Sondern ich erkenne einfach an, dass ich 99,99999 ganz viele Neuner von dem, was ich wissen könnte und was ich möglicherweise auch zu wissen lohnen täte, nicht weiß. Und wohin führt uns das? Ganz einfach dahin. Ich frage mich, warum sollte ich als ein Mensch alles wissen? Und jetzt kommt die Kant zur Antwort. Reicht's nicht, wenn alle zusammen
alles wissen und ich weiß das, was ich weiß. Ist das nicht wunderbar erleichternd, zu sagen, warum sollte ich alles wissen, was alle wissen, weil alle interessieren sich auch nicht wirklich dafür, was ich alles weiß. Und darum ist es doch schön zu sagen, die Menschheit hat das Menschheitswissen und ich, Ralf Stumpf, habe das Wissen von Ralf Stumpf. Und das ist absolut in Ordnung. Und wahrscheinlich ist das Allermeiste von dem, was ich verkünde, falsch. Es ist gelogen, es ist ein Irrtum, es ist vielleicht sogar Bullshit, es ist irgendwo verrannt, es ist ein falsches Gleis und es ist gut so. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Und in dem Augenblick, wo ich das Ganze als Teil, als Beitrag sehe von einem großen Gewebe, das wir gemeinsam unter anderem auch durch gegenseitiges Nervenwidersprechen uns auf die Palme bringen, uns gegenseitig trainieren, dann verstehe ich, dass meine Stimme in diesem Konzert wichtig ist und dass ich mein Halbviertel oder Zehntelwissen laut und deutlich vertrete. Und wenn ich der Meinung bin, dass nur der Westen mehrstimmige Musik vollbracht hat, dann verkünde ich, nur der Westen hat mehrstimmige Musik verbracht, nur der Westen hat echte Polyphonie erfunden. Und ich mache keine Fußnote, ich mache keine Quellenangabe, weil wir inzwischen bei Grün und Gelb ohnehin wissen, dass das auf Orange mit dem wissenschaftlichen Denken und den Fußnoten und den Quellen inzwischen sehr fragwürdig ist. Also jetzt mal ehrlich, es ist völlig egal, welchen noch so großen Blödsinn du gerne vertreten würdest. Wenn du irgendwie 10 Minuten im Internet recherchierst, wirst du wahrscheinlich irgendeinen Menschen finden, der mit großer Wahrscheinlichkeit schlauer und gebildeter ist als du und der genau diesen Nonsens verkündet. Und in dem Augenblick, wo du merkst, dass irgendjemand, der schlauer und gebildeter ist als du, das verkündet, dann darfst du das auch verkünden. Ja, und Gott, der irrt sich halt. Ja, dann irrst du dich halt auch. Aber dass du dich irrst, ist noch kein Beleg dafür, was die Wahrheit ist. Sondern jetzt geht es um den sogenannten Wettstreit der Ideen. Jetzt kommt die Sache mit der Demokratie, das ich ja so liebe, dass es die Utilisation dessen ist, dass wenn jeder sich irrt, kommen wir gemeinsam der Wahrheit näher. Das finde ich so genial. Aber dafür ist es notwendig und das ist eben wirklich wichtig. Und das ist für mich der große Schritt, der den Kant bringt. Dafür ist es notwendig, dass du und ich, dass wir alle unseren Quatsch, unseren Nonsens, unseren Bullshit auch wirklich mit lauter Stimme verkünden. In dem Wissen, dass es wahrscheinlich falsch ist. Und aus dem Wissen, dass es wahrscheinlich falsch ist und das, was dein lieber Nächster verkündet, vermutlich auch falsch ist, ergibt sich zwangsläufig, würde ich mal sagen, eine gewisse Toleranz, dass man sich halt ja, günstigerweise anhört. Manchmal geht das nicht, weil die Emotionen zu sehr blubbern. Aber halt nur das eine nicht macht, das, was Jordan Peterson den Teufel nennt. Ich habe darüber auch mal einen Podcast gemacht, vor, glaube ich, 3 oder 4 Folgen, nämlich halt nicht behauptet, dass man selber verstanden hat, dass man selber weiß, dass man selber in der Wahrheit ist. Jordan Peterson sagt ja, dass das seit Jahrhunderten und Jahrtausenden quasi der christlichen Definition vom Teufel entspricht, zu sagen, ich weiß es, Heureka, ich habe es verstanden, ich bin im Besitz der Wahrheit. Für mich ist die große Veränderung durch den Kant-Text, dass ich bis vor kurzem durch meine Unsicherheit und mein Wissen, dass ich es eigentlich nicht wissen kann und dass ich mich wahrscheinlich irre, sehr zaghaft war, sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig, sehr überlegt und lieber still war, lieber den anderen habe reden lassen, vor allem dann, wenn der andere zwar den gleichen Quatsch verzapft hat, also auf der Quatschskala genauso viel Quatsch verzapft hat wie ich, sich aber darin irgendwie viel sicherer war, unberechtigterweise, weil es genauso Quatsch. Und ich aber halt, weil ich mir dachte, oh Gott, wie soll ich dem jetzt widersprechen? Das meins ist doch vielleicht auch nicht wahr. Ich habe keine Belege dafür, keine Quellen. Ich bin mal lieber still und höre dem zu. Wo ich mir inzwischen denke, warum denn? Meine Stimme im Konzert ist wichtig. Und da kommt halt diese Konzertmetapher her. Das ist ein bisschen so, wie wenn du ein Orchesterwerk dir anhörst. Also irgendwas Vielstimmiges, du weißt, Westen, Polyphonie, Vielstimmigkeit. Irgendwas Vielstimmiges und da gibt es plötzlich mal irgendeine Stelle, wo ein paar Takte lang vielleicht die Klarinette die Melodie hat und über dem gesamten Orchester erhebt sich diese Klarinette, vielleicht begleitet von den anderen Bläsern, untermalt von den Streichern und ein paar Takte
steht die Klarinette im Mittelpunkt und dann verschwindet sie wieder im allgemeinen Rauschen und Brausen des Orchesters und dann kommt vielleicht irgendwie eine Geige und dann kommt eine Trompete und dann hat vielleicht sogar mal irgendwann die Trommel ein paar Takte, wo sie dran ist. Und trotzdem ist in all der Zeit, wo die Klarinette nicht hervorgehoben spielt, sie auch wichtig. Das ist eine wichtige Stimme im Gesamtkonzert. Und mal ist es ein Stückchen Stimme, die die Melodie hat, mal hat sie sogar ein bisschen Solo, mal ist sie hervorgehoben und meistens spielt sie eben einfach mit im Gesamtkonzert dessen. Und so sehe ich inzwischen auch meinen Beitrag und fühle mich von daher jetzt durch diesen Kanttext sowas von aufgefordert und berechtigt, meinen Quatsch zu erzählen und hoffe damit genügend Leute auch zu provozieren, weil genau diese Provokation ist es dann, was uns wieder alle gemeinsam anregt, das gemeinsame Potenzial zu entfalten. Und ja, ich weiß so viel nicht, dass ich beinahe schon sagen kann, ich weiß nichts. Oder besser gesagt, ich weiß halt 0,00001% von dem, was man wissen kann. Also es ist im Grunde vernachlässigbar wenig. Und trotzdem, und das ist dieser Schritt aus dem grünen Relativismus raus, vielleicht in ein frühes Gelb, trotzdem sage ich, es ist wichtig. Die Stimme ist wichtig, weil ich weiß ja nicht, was sich daraus ergibt. Ich weiß ja nicht, was ich bei anderen anrege. Ich weiß ja nicht, ob vielleicht mein Nonsens das ist, was beim anderen genau den entscheidenden nächsten Schritt Richtung Wahrheit macht. Ich weiß auch nicht, ob in dem gesamten Unsinn, den ich verzapfe, vielleicht der ein oder andere Satz drin ist, der sich später als die ganz große Wahrheit herausstellt. Und ich weiß auch nicht, ob vielleicht genau die Sätze, die ich für die Wahrheit halte, die sind, die später der größte Nonsens sind. Ich weiß aber, dass wenn die ganzen Dichter, Denker, Wissenschaftler, Künstler vor mir sich diese Gedanken gemacht hätten, die ich mir gemacht habe, hätten die wahrscheinlich ihre Werke nicht verfasst und ich wäre extrem unglücklich, weil ich könnte nicht drauf aufbauen. Wenn du dich erinnerst, gerade 10, 15 Minuten zurück, als ich den Kanttext vorgelesen habe, ich meine, da sind für uns heute auf jeden Fall 3, 4 Stellen drin, wo man sagt, ja, das könnte man auch anders sehen, wirklich. Und Kant hatte auch seine Schwächen. Es gibt ja jetzt gerade im Kant ja wieder ganz viele Menschen, die sagen, Kant war Rassist, weil er hat einige aus heutiger Sicht unfreundliche Sachen über andere Rassen und Völker erzählt. Aus damaliger Sicht war das vielleicht sogar sehr milde und fortschrittlich. Jedenfalls nach unseren heutigen Maßstäben, wenn wir die an Kant anlegen, war er ein übler Rassist. Ich bin so froh, dass Kant sich davon nicht hat abschrecken lassen, dass er es trotzdem nachgedacht hat, dass er die Sachen trotzdem aufgeschrieben hat und dass er sie verkündet hat. Also ich bin der Meinung, wenn wir alle freundlich, wertschätzend und tolerant gegenseitig unseren Blödsinn verzapfen, dann kommen wir weiter. Klingt komisch, ist aber so. Es wird dann so ein Gruppenprozess stattfinden, so eine Art Schwarmintelligenz, das ähnlich wie im Hyde Park in London, Speaker's Corner, wenn die Leute auf ihren Kästchen stehen, auf ihren Obstkisten und da irgendwelchen Quatsch erzählen, ist halt so, es gibt Leute, da hört niemand zu, weil das wirklich nur unsinniges Gebrabbel ist für die Umstehenden und bei anderen stehen 2 oder 3 und es gibt dann vielleicht welche, da stehen 10, 20, 30, 40, 50, 100, 2, 3, 400, 500, 1000, 10.000, 100.000, übertrieben, so viel passt nicht in den Hyde Park rein. Aber du weißt, wo ich hin will, dass natürlich ähnlich wie in Open Space in dieser Seminarform, wo das ja auch gemacht wird, dass jeder anbieten kann, was er will und man einfach darauf achtet, wo gehen denn die Leute hin? Wo gehen denn die Leute weg? Was finden die denn spannend? Was finden die denn doof? Was verstehen die denn? Was klingt denn für die plausibel? Was klingt denn für die unplausibel? Und wir kommen dann in so ein Gewebe, in ein Netz von Wahrheiten, von Geschichten, von Annahmen, von Aussagen, von Behauptungen, von Möglichkeiten, von, jetzt kommt wieder NLP, Landkarten und Modellen. Und wir schauen, was sich bewährt hat. Insgesamt, rückblickend auf die letzten paar tausend Jahre, habe ich das Gefühl, die Menschheit ist auf einem sehr guten Weg. Es gibt immer wieder mal zwischendurch ein paar Jahre oder Jahrzehnte, wo man sich im Nachhinein denkt, na gut, den Umweg hätten wir uns vielleicht sparen können. Wobei, wenn man es genau anguckt, vermute ich noch nicht mal das, weil diese ganzen schrecklichen Zeiten dann eigentlich aus einem weiteren Abstand sich als sehr sinnvoll und gut herausgestellt haben, inklusive der untergegangenen Kulturen, die dann wiederum zum Humus wurden für andere Kulturen. Also ich sehe da, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen wollen würde wie Kant, zu sagen, dass ich da einen Zweck in der Natur sehe, ein Ziel, eine klare Richtung.
Muss ich auch nicht, weil auch die Idee von Evolution, wie sie Darwin formuliert hat, reicht da eigentlich nur als Gedanke zu sagen, es sieht gut aus. Und wer weiß, vielleicht in Zehntausenden oder Hunderttausenden von Jahren, wenn die Menschheit doch an ihr Ende gekommen ist, vielleicht gibt es dann eine andere Art, noch intelligenter oder auf irgendeine Art liebevoller, die auf dem Humus aufbauen kann. Jedenfalls, ich schlage vor, wir machen da einfach mit. Frohgemut ran an den Unsinn, ran an die Lügen. Einfach erzählen, was dir in den Sinn kommt. Und ja, jetzt gibt es natürlich noch eine Schwierigkeit, auf die muss ich schon mal, noch mal eingehen. Und zwar auch von Kant, ja, wenn das jeder so machen würde. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Seid so zu den Leuten, wie ihr wollt, dass die Leute zu euch sind. Oder dieses Handeln steht so, dass die Maxime deines Handelns gleichzeitig als Grundlage von allgemeinen Handlungsvorschriften und Empfehlungen sein kann, also der kategorische Imperativ. Was wäre, wenn das alle so machen würden? Weil natürlich jetzt, wenn man miteinander mit dem ganzen Unsinn in den Ring steigt, ja, muss ich den Unsinn jetzt ganz sachlich verkünden? Darf ich polemisch werden? Darf ich emotional werden? Darf ich auch laut werden? Wo sind die Grenzen? Da, wo ich laut werde, muss ich dem anderen wirklich zuhören? Oder darf ich auch mal jemanden niederbrüllen, gerade wenn mich die Emotion überwältigt? Weil es könnte ja auch sein, dass auch meine Emotionen, auch meine Inbrunst, meine Leidenschaft wichtig sind an dieser Stelle. Und sobald ich dann anfange, laut zu werden und emotional zu werden und mit Nachdruck das verkünde, könnte ja auch sein, dass mir versehentlich mal so ein bisschen andere Muskeln in Aktion kommen und ich vielleicht jemanden nahe komme, mich vor jemanden aufbaue, drohend und vielleicht sogar die Hand erhebe und schubse und mit anderen Worten, Millimeterchen für Millimeterchen für Millimeter könnte sein, dass aus diesem Kampf der Meinungen sich irgendwann ein richtiger Kampf entwickelt. Und rückblickend auf die Geschichte der Menschheit muss man sagen, was heißt könnte? Was heißt könnte? Hat sich meistens bis heute. Also gerade aktuell, du hast es mitbekommen, weil er ist hier ja gerade in den Medien wieder ein bisschen höher gespielt, Gewalttaten gegen Politiker. Es trifft Politiker aller Parteien. Ich glaube, auf den ersten Plätzen sind die Politiker von AfD und den Grünen, also die beiden Parteien an den Extremen des Spektrums. Und da wird es dann auch mal handgreiflich und körperlich. Und nein, das finde ich nicht in Ordnung, das finde ich nicht nett. Ich hätte es auch lieber anders, aber andere machen das. Und drum, wie ist es denn jetzt mit diesem sich äußern im Gesamtkonzert? Gilt das nur für Sach- und Fachinformationen? Gilt das auch für emotionale Informationen? Gilt das auch für emotionale Manipulation? Und gilt das auch für körperliche, kämpferische, wirklich übergriffige, gewalttätige Sachen? Ralf, wo ist die Grenze von dem, was du da sagst? Und da würde ich jetzt mal sagen, Gemach, Gemach, aus zwei Gründen sehe ich das ganz locker und entspannt. Erstens, ich halte dann doch meine Stimme im Konzert nicht für so wichtig, dass ich denke, dass aufgrund dieses Podcast 116 plötzlich die ganze Welt sagt, ui, die Idee von dem Ralf Stumpf aus Berlin ist aber so gut, die machen wir ab jetzt komplett, sondern ich glaube, das ist eine Stimme im Konzert und ich habe ja schon gesagt, ich kann mich irren. Vielleicht irre ich mich auch in dem Fall, weil das ist völliger Blödsinn. Ich wollte es halt mal gesagt haben, andere damit zu irgendwas anregen. Das heißt, ich möchte mich da gerne nicht überschätzen und glaube nicht, dass ausgerechnet zu diesem Podcast, den ich da auf meiner Holzkiste in Speakers Corner erzähle, sich hinterher Zehntausende von Leuten drumherum sammeln. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ja, wenn das alle so machen würden wie ich, also ich habe bis jetzt noch in keinem Gespräch versucht, meine Meinung mit körperlicher Gewalt durchzusetzen. Von daher sehe ich jetzt nicht das ganz große Problem dabei zu sagen, wenn alle so denken würden. Und vermutlich ist so, dass gerade die, die mir sagen täten, ja, Ralf, wenn alle so denken würden, wird es dann nicht handgreiflich, auch gerade wiederum die sind, die eben nicht handgreiflich werden, weil sie dafür viel zu weit entwickelt sind. Und auch da wieder Blick auf die Gesamtgeschichte der Menschheit sehe ich ja, dass die Gewalt insgesamt über die Jahrhunderte, also da empfehle ich das Buch Factfulness von dem Hans Rosling, der darüber wunderschöne Sachen schreibt, ja weniger wird und die Menschheit, glaube ich, als Ganzes schon auf einem sehr guten Weg ist, andere Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln als die mit purer Gewalt und Körperlichkeit. Das heißt, mit anderen Worten, Häkchen dran. Also, lange Rede, kurzer Sinn, oder vielleicht ist der Sinn gar nicht so kurz. Ich habe für mich entdeckt, seit ich das so sehe, wie Kant das beschrieben hat, dass ich
in diesem, wie ich geschrieben habe, grünen Relativismus war, weil mir komplett klar ist, dass wahrscheinlich ein großer Teil von dem, was ich verkünde und verzapfe und schreibe und spreche, Blödsinn ist, falsch, nicht belegbar, gelogen, eingebildet, geirrt. Das ist so, das sehe ich immer noch so. Und daraus habe ich die Konsequenz gezogen, dass eher vorsichtig und still zu verkünden, im Zweifel lieber mal auch die Klappe zu halten, es nicht zu sagen, weil ich weiß ja nicht. Es kann ja auch anders sein. Ich bin mir ja nicht sicher. Und ein bisschen ist das so, wie wenn der Klarinettist im Orchester sich nicht spielen traut, weil er denkt, ich könnte mich ja verspielen oder vielleicht spiele ich nicht ganz so gut, wie ich spielen könnte, also spiele ich lieber nicht. Ja, und wenn alle im Orchester so denken, dann gibt es keine Musik. Das wäre schade. Deswegen, durch Kant, meine neue Entwicklung. Es hat sich nichts daran geändert, dass ich Blödsinn verzapfe, Lügen, Halbwahrheiten, Irrtümer, Verirrungen auf den Gedankenwegen und halt einfach mein Beitrag, meine Meinung zu dem Ganzen. Aber mir ist jetzt klar geworden, dass genau das gut und richtig ist. So soll das sein. Meine Irrtümer sind wichtig, meine Halbwahrheiten und Verirrungen sind wichtig, meine Lügen, gerade wenn sie als Lügen kommuniziert und markiert werden, sind wichtig im Gesamtkonzert, weil sie das Beste sind, was ich weiß und habe. Es kommt aus einem gelebten Leben, es kommt aus viel Nachdenken, es kommt aus viel Lebenserfahrung, es kommt aus viel angewandtem NLP. Es ist viel auch erprobt, dass ich sage, es hat mein Leben zumindest glücklich gemacht, von daher halte ich es für teilenswert. Und ich hoffe, niemand glaubt, dass das die Wahrheit ist. Und ich höre mir auch gerne von anderen Leuten irgendwelche Sachen an. Ich habe in den letzten Tagen wieder so viele Texte gelesen, wo ich so spannende Sachen von Leuten über, weiß ich nicht, das Sylt-Video oder so weiter. Wenn man sich es in dem Internet sich umguckt, findet man so viele gegensätzliche Texte, was da jetzt war und nicht war und was die dürfen und nicht dürfen, ob das gerecht oder ungerecht ist. Und jeder sagt was anderes und es passt einfach alles nicht zusammen. Und gerade das Sammelsurium ist so schön. Es ist so ein Netz, ein Gewebe, was insgesamt, und um das Kantsche Wort zu zitieren, in der Gattung sich entwickelt, auf einem guten Weg ist, auf einen Zielpunkt hinsteuert, wo wir nicht wissen, wann das sein wird, wo ich mir aber sicher bin, da bin ich mir wirklich sicher, auch wenn ich mich wahrscheinlich irre, das ist auf einem guten Punktziel, das ist ein guten Endeziel, dass wir wirklich weiterkommen. Ey, es hat die letzten Hunderte und Tausende von Jahren ganz gut funktioniert. Warum sollte es jetzt anders sein? Es irrt der Mensch, solange er strebt. Wir sind unterwegs auf dem Weg zur Wahrheit, zur Liebe, zur Ordnung, zur Entwicklung des Potenzials. Und von daher, um den Schlusssatz zu bringen, bitte ich dich, teile deine Irrtümer, verkünde, was du weißt und nicht weißt, bring deine Werkstattberichte, trau dich in die Öffentlichkeit und mach dir klar, du musst nicht recht haben. Du hast nicht recht, du irrst dich wahrscheinlich, aber es macht nichts. Steh einfach dazu und sag's. Und ich freue mich, das zu hören. Und damit beende ich diese Kant-Reihe im Podcast und im Newsletter und bin selbst gespannt, was am Samstag im Newsletter für ein neues Thema kommen wird und am nächsten Dienstag in diesem Podcast für ein neues Thema kommen wird. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns nächsten Dienstag wieder hören. Bis dahin, tschüss.